Hi und herzlich willkommen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt in den letzten Tagen, nachdem ja gestern die Ankündigung zu Patch 6.2.3 kam, ist das vielleicht ein wenig untergegangen, aber vorgestern gab es eine Neuerung bei Pepe, beziehungsweise ist die Neuerung gar nicht so neu, denn eigentlich wurde das schon früher angekündigt, das wurde nur jetzt auf den Live-Servern aktiviert. Pepe, wer ist es überhaupt? Das ist der Vogel, der hier im Baum sitzt. Ich weiß nicht, ob ihr ihn schon mal gesehen habt, aber der ist da im Baum. Und ja, den kann man sich halt hier abholen, wenn man dann schafft, richtig zu drücken. Und da seht ihr, da ist der Pepe. Ja. Habe ich ihn jetzt auf dem Kopf. Und Pepe hat jetzt neue Kostüme. Also ihr seht jetzt hier die klassische Variante von ihm. Und der hat jetzt auch ein paar neue Kostüme, in denen er eben als Wikinger, Ninja, Soldat zu sehen ist. Und die kann man finden innerhalb der Welt. Natürlich ist das absolut nicht schwer, den zu finden oder die zu finden, diese Varianten. Aber ich möchte trotzdem ganz kurz mit euch die Locations durchgehen, beziehungsweise euch nochmal überhaupt davon erzählen, dass es das gibt. Ja. Es gibt übrigens darüber hinaus auch noch ein Pepe-Plüschtier. Ihr seht hier oben, das ist im Blizzard-Hauptquartier vor der Ork-Statue einmal der Pepe aufgenommen auf einem dieser Grundsätze von Blizzard, nämlich Embrace Your Inner Geek. Und ja, hier ist das Pepe-Plüschtier jetzt im Blizzard Gear Store zu haben, könnt ihr euch also kaufen. Beachtet allerdings, dass Zoll und Steuern noch draufkommen, also Mehrwertsteuer und Zollgebühren, zusätzlich natürlich noch zu höheren Portokosten, die ihr habt, wenn ihr Sachen aus den USA importiert. Denn im Moment ist ja der Blizzard Gear Store leider noch nicht in Europa angekommen, sodass wir da keinen Zoll oder so zahlen müssen beim Empfangen. Das kommt hoffentlich noch, aber im Moment nicht. Ja, aber machen wir uns doch mal auf die Suche, dass wir Pepe hier in seinen Kostümen finden. Den Anfang machen wir mit Piraten-Pepe, den ich gerade gar nicht erwähnt habe. Übrigens in der Druidenflugform, nette kleine Side-Story, ist Pepe auch noch bei euch und zwar sitzt er dann hier auf einer der Krallen. Das finde ich sehr, sehr witzig, muss ich mal ganz klar sagen. So, da ist er, hier unten, nämlich schon. Und zwar, ja, wo ist er denn? Da, genau, da ist der Piraten-Pepe. Ich würde sagen, wir müssen jetzt noch hier diesen Gegner ausschalten, aber das sollte relativ zügig gehen hier mit dem Char. Und da ist er auch schon weg. So, und hier sitzt Pepe übrigens natürlich in der Bärform wieder auf dem Kopf, falls ihr es noch nie als Druide gesehen habt. So, wenn ihr dann da draufklickt, kriegt ihr diesen A Tiny Pirate Hat. Und übrigens jetzt auch Pepe schon in Piratenform, ja. Und wenn ihr dann in euer Inventar geht, ja, wenn ihr euch wundert, warum habe ich so viele Mounts von der gleichen Sorte, ich will hier irgendwann wegtransen, hab das nur noch nicht gemacht. Naja, jedenfalls habt ihr den dann hier irgendwo drin. Ich weiß jetzt gerade nicht wo. Und diesen Tiny Pirate Hat, den könnt ihr dann anklicken und der wird dann ja zu eurer Kollektion hinzugefügt. Und wenn man dann halt Pepe beschwört, wird er eben sometimes, also manchmal als Pirat auftreten. Ja, das Erfolg, ja. Den Erfolg kriegt ihr übrigens auch und der ist Account-Bound. Von daher denke ich auch mal, dass die Variante, dass Pepe sich halt manchmal so anzieht, auch Account-Bound ist. Habe ich schon gemacht. Ich zeige euch das jetzt hier nur nochmal. Alpha und Pepe und da gibt es eben diese vier Varianten von Pepe. Und erst wenn ihr alle vier angeklickt habt, dann bekommt ihr eben diesen Erfolg auch zugesprochen. Die nächste Station für Pepe ist hier in Talador. Übrigens, die genauen Koordinaten habe ich natürlich alle in der News auch nochmal stehen, beziehungsweise in der Videobeschreibung. In Talador hier finden wir den Ritter, also Knight Pepe in dem Fall. Und da, wie gesagt, habt ihr den Helm, diesmal finde ich ihn auch. Und den kann man dann anklicken, einfach so. Und ab dann wird er eben diese Form annehmen, ja. Die dritte Variante und damit Wikinger Pepe finden wir in Nagrand. Und zwar sitzt er hier nämlich an dieser Disco-Kugel und kann dann gefunden werden. Man muss irgendwie mal zweimal draufklicken. So habe ich zumindest die Erfahrung gemacht. Und ihr kriegt den Wikinger-Helm übrigens hier auch nochmal die lustige Wikinger-Variante. Da seht ihr sie. Ja, so sieht er aus in Wikinger-Form.
Ninja Pepe findet ihr bewacht von diesem Rare Elite, zumindest wenn er denn da ist. Und ja, da kommen wir natürlich relativ leicht ran vorbei. Ja, mit Pepe auf dem Kopf sollte das natürlich nochmal extra leicht fallen und keine Probleme bereiten. Ja, da haben wir es. Und der ist dann hier in diesem Zelt. Einmal draufklicken. Und bada bing, haben wir auch Ninja Pepe mit in unsere Kollektion aufgenommen. Hier wäre jetzt dann eigentlich das Achievement, also der Erfolg, aufgeblitzt, aber aufgrund der Tatsache, dass ich diesen Erfolg ja schon besitze, mein eigener quasi, ist das dann jetzt hier nicht mehr der Fall gewesen. So sieht's doch witzig aus, oder? So, da Ninja Pepe auf meinem Kopf. Ja, bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer falls ihr die Koordinaten euch nochmal angucken wollt, guckt einfach in die Videobeschreibung bzw. in den Link in die News auf venim.eu. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen recht herzlich. Möchte euch übrigens nochmal darauf aufmerksam machen, ich habe morgen ein kleines Attentat auf euch vor. Könnt ihr euch schon mal vorbereiten, vielleicht dazu helfen. Es gibt nämlich so eine Aktion heute bei uns an der Uni bzw. FH, bin ich ja. Und da konnten zwei meiner Mitstudierenden, Kommilitonen, nämlich in so einem Video von Guitar Hero, glaube ich, auftreten. Und da müssen wir eine Party gewinnen. Ich hoffe, da kann ich einige von euch dazu bewegen, für uns ihr Video zu liken. Aber das werde ich dann morgen nochmal machen. Ich will es mir jetzt schon mal ankündigen. Ich fühle mich auch gar nicht schlecht dabei, dass ich da euch um Hilfe bitte. Alle Details dazu aber morgen. Heute viel Spaß mit den Pepe-Versionen. Ich finde sie echt witzig. Ist eine witzige Idee, wenn man den Pepe schon hat. Ich habe übrigens Pepe noch nicht, weil ich hatte immer keinen Bock, dahin zu gehen und ihn vom Baum zu holen. Wie ist es bei euch? Habt ihr Pepe schon? Habt ihr den vom Baum geholt und seid mit dem durch, keine Ahnung, was alles gegangen? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Bis zum nächsten Mal, euer Venien.